Hallo und herzlich willkommen auf Virelda.de. Wir schauen uns nun eine weitere Aufgabe an zum Thema grafische Funktionsinterpretation. Und zwar haben wir hier vier Funktionen aufgezeichnet, vier Funktionsschaubilder, und wir wollen nun schauen, welches Funktionsschaubild passt zu welchem Funktionskern. Hier haben wir nur drei gegeben, das heißt, eines, das braucht uns nicht weiter zu interessieren. Schauen wir uns f von x an, das ist minus 2x durch x plus a. Das heißt, hier ist der einzige von diesen drei Funktionstermen, wo ein Bruch drin vorkommt. Nun, wir wissen, gebrochen rationale Funktionen zeichnen sich dadurch aus, dass wir Polstellen haben. Hier sehen wir keine Polstelle, hier sehen wir auch keine Polstelle und hier sehen wir auch nur eine waagrechte Asymptote, also auch keine Polstelle, während wir hier bei minus 1 eine haben. Das heißt, für f von x kommt nur diese einzelne Funktion in Frage. Das heißt, das hier unten ist auf jeden Fall f von x. F von x gleich minus 2x durch x plus a. Damit wissen wir schon mal, das ist auf jeden Fall hier unser f von x. Wie sieht es aus mit g von x? Wir haben minus 2 plus b mal minus 1/2, e hoch minus 1/2 x. Das heißt, wir haben eine e-Funktion, aber mit umgekehrten Vorzeichen oben drin. Das heißt, wir müssen schauen, wo haben wir so eine Funktion, die ja, der e-Funktion nahe kommt von ihrer Steigungseigenschaft. Hier sehen wir, jetzt schießt sie ziemlich steil nach oben. Und wir haben hier vor allem minus 2 als waagrechte Asymptote. Das heißt, diese Funktion wird sehr wahrscheinlich g von x sein. Können wir auch sehr genau überprüfen, wenn wir nämlich für x gegen unendlich, also ein großes x einsetzen. Minus 2 plus b mal e hoch minus eine große Zahl. E hoch minus 1000 zum Beispiel. Ja, das ist 1 durch e hoch 1000, das ist 1 durch eine riesengroße Zahl, ist winzig klein. Das heißt, das hier verschwindet quasi und es bleibt übrig minus 2. Das heißt, wir wissen schon mal, okay, die waagrechte Asymptote ist minus 2 und das ist natürlich genau bei diesem Schaubild gegeben. Das heißt, wir können auf jeden Fall mit Sicherheit sagen, dass hier ist g von x gleich minus 2 plus b mal e hoch minus 1/2 x. Nun c oder h von x in diesem Fall ist cx Quadrat minus x, eine ganz rationale Funktion zweiten Grades. Ja, also zweiten Grades ist eine Parabel. Dann haben wir noch zwei Funktionen übrig, diese hier und diese hier. Wir müssen überprüfen, welche von beiden eine Parabel ist. Nun, wir sehen hier, das könnte eine Sinusfunktion sein, könnte aber auch eine ganz rationale Funktion dritten Grades sein. Aber das hier, wo wir nur einen einzigen Tiefpunkt oder einen einzigen Scheitelpunkt festgestellt haben, das kann natürlich unsere Parabel sein. Hier, das kann keine Parabel sein. Hier krümmt sich das wieder in die andere Richtung. Das heißt, definitiv wissen wir auch hier, h von x ist diese Funktion hier, cx² minus x. Nun, jetzt haben wir das zugeteilt und jetzt ist eine weitere Aufgabe, die Parameter a und b zu bestimmen. Weil so ist ja der Funktionsteil noch nicht vollständig. Statt a und b kommen ja nochmal Zahlen hin. Schauen wir uns also f und x an. Was muss ich da statt a hinsetzen? Nun wissen wir, dass diese Funktion eine gebrochen rationale Funktion ist. Das heißt, was im Nenner steht, ist unsere Polstelle. X plus a muss also gleich 0 ergeben, unsere Polstelle. Die Polstelle ist bei minus 1, das heißt, wenn ich hier x plus 1 schreibe, habe ich gerade x plus 1 gleich 0, um die Polstelle zu ermitteln, das wäre x gleich minus 1. Das heißt, genau dieser Term für a gleich 1 ergibt also unsere gewünschte Polstelle. Schauen wir uns die zweite Funktion g von x an, wir wollen das b ermitteln, wollen jetzt also wissen, was muss ich da hinsetzen, dass wir unsere Funktion bekommen. Nun, ich habe einen bekannten Punkt, nämlich 0, 0, der uns jetzt helfen könnte. Denn ich weiß, f von 0 gleich 0. Ja, das ist der Punkt 0, 0. Setze ich das also einfach mal ein. F von 0 ist minus 2 plus b mal e hoch minus 1/2 mal 0. E hoch minus 1/2 mal 0. Nun, e hoch 0 ist 1, irgendwas auf 0 ist immer 1. Das heißt, es steht da, minus 2 plus b mal 1, also plus b. Und f von 0 soll ja gerade 0 ergeben, also gleich 0. Mache ich die 2 rüber, steht also da b gleich 2. Das heißt, unsere eigentliche Funktion heißt minus 2 plus 2 mal e hoch minus 1/2 x. C, um das zu bestimmen, wäre es ein bisschen schwieriger, weil hier die Punkte nicht eindeutig sind, aber das ist in der gefragten Aufgabe auch gar nicht gefordert. Schaut doch mal auf der Homepage www.virelda.de vorbei.
Dankeschön.